Der Palmengarten in Frankfurt am Main beherbergt 13.000 Pflanzenarten. Eine Oase mitten in der Stadt. Die Direktorin ist die Thüringerin Katja Heubach. Das ist halt einer meiner Lieblingsplätze. Ne? Man guckt aus dem Garten hoch in die Skyline. Das ist so ein bisschen so eine Anmutung von Big Apple. Man ist wirklich mitten im Urbanen in einem Garten, der 150 Jahre alt ist, der mehr als 26 Hektar misst an dieser Stelle. Und dann guckt man aus diesem wahnsinnigen Grün auf die Skyline. Das hat natürlich wirklich was Kosmopolitisches. In der Stadt der Banken hat sich die promovierte Biologin ihren Traumjob ergattert. Ich bin aus der Nähe von Weimar, aus Apolda, um ganz genau zu sein. Meine Großmutter, die noch im Thüringer Wald lebte zu seiner Zeit, die war sehr großartiger Gartenfan und die hat mich eben auch immer in den Garten mitgenommen. Heute leitet sie einen Park mit einer einmaligen Geschichte. Alles begann mit der exquisiten Pflanzensammlung des Herzogs von Nassau. Vor 150 Jahren wurde sein Herzogtum von Preußen annektiert. Da war der Herzog knapp bei Kasse und musste verkaufen. Aber kein Fürst erwarb die Sammlung, sondern wohlhabende Frankfurter Bürger und bauten prächtige Gewächshäuser. Diese exotischen Pflanzen, das sahen ja eigentlich nur adelige Fürsten. Das war alles irgendwie in Orangerien und ähnlichen Glashäusern verpackt. Das sah ein normaler Mensch ja gar nicht. Ne? Und diese Idee, man bringt das Geld der Bürgerinnen und Bürger zusammen und schafft etwas für die eigene Community, würde man heute sagen, das ist, glaube ich, schon recht einzigartig. Inzwischen beinhaltet die Sammlung etwa 4% aller entdeckten Pflanzen der Welt, was eine enorme Menge ist. Katja Heubach, die als Biologin auch in Afrika forschte, muss den Garten effektiv managen und zum Beispiel die Gewächshauskosten senken. Wir haben das geschafft dadurch, dass wir die Amplituden, die Temperaturamplituden der Pflanzen in den Schauhäusern genommen haben und geguckt haben, wir regulieren das jetzt so weit runter, bis wir sehen, aha, das ist noch machbar, das ist nicht machbar. Und wir wissen ja, mit einem Grad reduzierter Temperatur spart man schon 6% Heizenergie. Und das ist natürlich dann enorm, das schlägt zu Buche, weil wir natürlich auch eine ganze Menge Glasflächen haben, unter denen die Pflanzen stehen. Immer stellt sich der Palmengarten auch aktuellen Diskussionen. Trockenheitsresistente Pflanzen dominieren, Konzerte füllen die Fläche mit Leben. Aber vor allem ist er, wie damals schon, ein Ort für Verliebte.